Also der Mekaton ist halt einfach so ein komprimiertes Projekt, so im Schnellverfahren. Ja? In 4 Tagen kommst du hin, musst ein Team bilden, weißt eigentlich noch gar nicht genau, wo du bist. Ja? Mittags weißt du noch nicht, was du tun sollst, abends musst du präsentieren, was du planst. Ja? Und dann hast du 2,5, 3 Tage Zeit für Making. Ja? Und jetzt dann am Schluss dieses Events muss jedes Team präsentieren. Also das ist im Prinzip so Zeitraffer von einem Projekt, Zeitraffer auch zu überlegen, ist das ein Business Case, mit dem man vielleicht auch Geld verdienen kann. Das Motto von diesem Event heißt Smart Green Island und wir wollen hier mit am Ende des Tages über 500 jungen Leuten, mehrheitlich jungen Leuten, daran arbeiten, zu überlegen, wie wir Digitalisierung, modernste Technologien, Robotik, Automatisierung einsetzen, um eine sustainable life zu ermöglichen. Makeathon is something that I find really amazing. It's not only a place where you get to make things in a really short amount of time, so you got to put a lot of brain power and hard work into it, but it's also a really nice place to connect with a lot of companies and a lot of other people with a similar mindset. Also wir haben ja insgesamt im Prinzip 4 Events gleichzeitig laufen. Das sind so quasi so 6 bis 10, 10 bis 16, 14 bis 18, ja, sind so Stufen. Und dann da haben wir dann unsere Studenten mit den Professoren. Ja. Und im Prinzip ist unsere Idee eigentlich, das alles interaktiv, interdisziplinär, international. Und so teach the teacher und derjenige, welche, der was weiß, der gibt dieses Wissen weiter an den anderen. Ja. Welche Nationalität hat, welche Disziplin, welches Geschlecht, welches Alter ist, total egal. Das Einzige, was entscheidend ist, ich weiß was und wenn ich es weiß, dann gebe ich es direkt auch gerne weiter. Dadurch, dass so viele Sponsoren und auch Professoren an einem Ort versammelt waren, konnte man viele Fragen auch klären, die man sonst prinzipiell nie richtig jemandem stellen konnte. Und du konntest viele verschiedene Antworten darauf sammeln von sehr vielen verschiedenen Menschen, was interessant war und sehr lehrreich vor allem auch. Ich fand es sehr schön, auch mal mehrere Frauen zu sehen, die sich viel mit Technik beschäftigt haben und sich auch dafür begeistern konnten. Netzwerken, miteinander kooperieren auf Augenhöhe ist Grundlage, dass man eine, sagen wir mal, Welt, in der wir heute leben, auch beherrscht. Wir machen, deswegen heißt es ja Makeathon, nicht Labathon, ja, wir sind Ingenieure.